Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 49 Daily Shop News vom 15.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir nichts Neues. So, ich könnte jetzt natürlich so ein 3-Minuten-Video machen wie die meisten anderen, was ja manche sich gerne wünschen würden, aber nö, ich fange jetzt an bei Abfeiern. So, Abfeiern finde ich relativ cool. Kriegt von mir 7 von 10, kostet ja auch nur 200 V-Bucks, ist eine nice Geschichte hier. Rebel hat hier folgendes Voting: 4,56 von 5 bei 27 Votes am 26. Juli 2019 das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 22 Reminders, jetzt mal im Shop am 8. Oktober. Weiter geht's mit dem Hüpflama. Schwing dich drauf für 500 V-Bucks. Yo, man, yo, man. Geil, kriegt von mir 8 von 10. Hat hier ein Voting von 3,47 von 5 bei 43 Votes am 22. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen, 8 Mal, 22 Reminders. Letztes Mal im Shop am 6. Oktober. Signature Shuffle für 800 V-Bucks. Mega geiles Teil. Kriegt von mir 10 von 10. Und der Signature Shuffle hat hier folgendes Voting: 3,95 von 5 bei 39 Votes am 13. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen, 7 Mal. 30 Reminders. Weiter geht's mit der Sumpfjägerin für 800 V-Bucks. Die Lady, ja, sieht ein bisschen strange aus. Ist halt, könnte mit Krokodilen kämpfen. Meisterin der Moore. Jo, kriegt von mir 6 von 10. Hat hier folgendes Voting: 3,73 von 5 bei 11 Votes. Am 13. September 2019 ist das mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 8 Reminders. Sitzen mal im Shop am 13. Oktober. Weiter geht's mit dem Toxic Tagger, dem toxischen Sprayer. Den finde ich persönlich ganz cool irgendwie. Kriegt von mir 7 von 10 für 1200 V-Bucks das Teil. Und er hat hier folgendes Voting: 3,56 von 5 bei 9 Votes am 8. Oktober 2019. Das ist mal drin gewesen. Das zweite Mal jetzt 5 Reminders. Weiter geht's mit einer der geilsten Picken des ganzen Spiels, der Dämonenschädel für 1200 V-Bucks. Kriegt von mir 10 von 10. Jo, das Teil klicken wir da mal da drauf. Zack, zack. Hat hier folgendes Voting: 4,47 von 5 bei 15 Votes am 8. April 2019. Das ist erstmal drin gewesen. 6 mal 25 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 5. August vor 102 Tagen. Dann sind wir bei der Plastikpatrouille, bei den Toy Troopern, die jetzt hier ja diesen dreckigen Anstrich bekommen hat. Aber ganz ehrlich, jetzt auf der Map sind die noch schlechter zu sehen. So wie sie da jetzt momentan sind, oh mein Gott. Jo, Plastikpatrouille kriegt von mir 8 von 10, ich finde die relativ cool. Der Plastic Patrouler hat hier folgendes Voting: 2,97 von 5 bei 29 Votes am 27. Juni 2019. Das heißt, mal drin gewesen, das sechste Mal, jetzt 34 Reminders, das letzte Mal im Shop am 15. Oktober, vor 31 Tagen. Jo, Gameplays sind jetzt oben verlinkt in der rechten Ecke. Toy Trooper ist das nächste. Nee, grünes Plastik. Gibt es diese drei Styles hier in diesen drei verschiedenen Farben. So, Modell wechseln, da hätten sie ruhig auch mal... Hätten sie ruhig auch mal das machen können, ne, mit den Flecken da drauf. Wenn schon, denn schon. So. Teil kriegt von mir 7 von 10. Hat hier folgendes Voting: 3,56 von 5 bei 18 Votes. Am 27. Juni 2019 ist das mal drin gewesen. Jetzt das fünfte Mal, 15 Reminders. Jo, und zu guter Letzt kommt hier jetzt noch der Spielzeugtrooper mit ins Spiel. Er kriegt von mir auch 8 von 10 in diesen drei Styles. Finde ich auch cool. Auch oben ein Gameplay in der rechten oberen Ecke verlinkt jetzt. So, da hatten wir folgendes Voting: 3,39 von 5 bei 96 Votes am 27. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen. Jetzt das sechste Mal. 61 Reminders. Jo.
Sind wir mit dem Set auch schon soweit durch. Dann geht's weiter hier mit der Magengranate. Dem, ja, kaputten Burger. Burger Boss. Ich finde den echt ziemlich crazy. Gefällt mir definitiv besser als die normale Version. Und kriegt von mir 8 von 10. Auch ein Gameplay oben rechts jetzt in der Ecke verlinkt. So, und das Teil Gutbomb hat hier folgendes Voting. 2,94 von 5 bei 31 Votes. Am 16. August 2019 setzt man drin. Viermal seitdem, 6 Reminders. Ja, das letzte Mal im Shop vor 43 Tagen am 3. Oktober. Weiter geht's mit dem, mit dieser Picke dazu. Das ist hier dieser Grillwender mit dem Stacheldraht drumherum. Stachelklatsche für 800 V-Bucks. Teil kriegt von mir 6 von 10. Hier gefallenes Voting 2,33 von 5 bei 12 Votes. Ein Reminder aktuell. So. Sind wir mit dem Set auch schon soweit durch. Dann sind wir bei der, bei dem rostigen Pizzaschneider. Fangen wir mit dem an. 800 V-Bucks kostet der Teil. Kriegt von mir 6 von 10. Der Teil hat hier folgendes Voting. 2,15 von 5 bei 13 Votes. Am 16. August 2019. Das war drin. Viermal. Zwei Reminders. Jo. Jo, da sind wir. Nein, da muss ich noch den letzten hier. Warte mal. Da, hier. Die Treibhaustomate. Mit den zwei verschiedenen Styles. Das Teil finde ich persönlich auch besser als den normalen Tomato Head. Ich stehe auf crazy Sachen. So, und die kriegt von mir auch 8 von 10, die Treibhaustomate. Auch Gameplay oben rechts in der Ecke jetzt verlinkt. Und das Teil hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 2,8 von 5 bei 32 Votes am 16. August 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt 8 Reminders. Jo, dann muss der Shop natürlich auch noch eine Benotung bekommen. Ist jetzt der nächste Shop ohne neuen Skin. Hm. Schauen wir mal. Magengranate, Treibhaus, Tomate finde ich eigentlich ganz cool. Auch die Spielzeug-Trooper, Hüpflama, geil. Signature Shuffle, geil. Dämonenschädel, geil. Toxischer Sprayer, ganz cool. Also ich persönlich mag diesen Shop. Und jetzt schauen wir mal in die aktuellen Benotungen rein von dem Teil. Das hat hier derzeit 610 Lovitz, 857 It's Meh und 2925 Hate It's. Der Teil kriegt von mir trotz allem ein Love It, auch wenn was jetzt nicht der beste Shop ist, aber ich finde ihn ziemlich cool. Love it! 613. So, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, mein Glas. Oh, den Hintergrund wollte ich jetzt nicht verrutschen. Nein! So. Nochmal. Und wo ist er? Der Glas.